Freunde von Huber Racing, herzlich willkommen hier auf dem Norrisring. Im Hintergrund laufen noch die Aufbauarbeiten für den 7. und 8. Lauf des Porsche Carrera Cup Deutschland im Rahmen der DTM. Und für Christoph Huber und sein Team ist es ein besonderes Highlight, denn das Team kommt aus Passau und das fränkische Monaco lädt ein, wieder zu einem sehr spektakulären Lauf. Die Temperaturen sind dementsprechend hoch, wie wir es gewohnt sind. Und wir blicken hinter die Kulissen des mittlerweile sehr, sehr erfolgreichen Teams von Christoph Huber. Aber das schaut doch neu aus hier. Für mich schaut das neu aus. Zumal vorne keine Spuren sind. Okay, hier. Wir machen jetzt Streckenbegehung und dann sprechen mit dem Ingenieur das ganze Wochenende durch, Setup etc. etc. und bereiten uns eigentlich jetzt momentan nur auf das freie Training, was morgen stattfindet, vor. Ja, den habe ich vorhin schon angeschaut. Ja. Das siehst du aber das wirklich Metall. In der Bodenwelle. Bis hier so und dann so. So. Und dann. Du bist ja schon ein paar Mal hier gefahren. Ein paar Mal? Nein, einmal. Einmal? Einmal. Also du bist einmal hier schon gefahren. Was bringt so ein Trackwalk? Was machst du da? Also Trackwalk ist wieder, um das erste Sache anzufangen für das Wochenende, deine Referenzpunkte zu suchen und zu finden und natürlich auch gemeinsam mit das Team nochmal rübergehen, ihre Ideen anzuhören und dann gut vorbereitet in den Training reinzugehen. Wenn er morgen auf 1 steht, dann war alles richtig. Christoph, in wenigen Minuten beginnt das Qualifying. Was sind da die Gedanken eines Teamchefs? Gedanken sind relativ nervös natürlich, aber nachdem wir gestern relativ gut abgeschnitten haben im freien Training, bin ich jetzt schon relaxter und von außen kann ich jetzt sowieso nichts mehr tun. You only do five laps and then go in. Drei Huber. Ich glaube, das hatte Hubi-Bubi nicht erwarten können. Wirklich nicht. Aber geil. Lari hat am Start eine kleine Berührung gehabt mit dem Ammermüller, das muss man sich nochmal anschauen in der Wiederholung. Dann hernach hat ihn der Andler überholt, dann gab es auch eine Berührung. Aufgrund dessen hat Lari einen Schaden gehabt, das Fahrzeug ist dann leider in die Mauer eingeschlagen. Auch das muss man sich nochmal in der Wiederholung anschauen. Ich möchte jetzt nicht zu voreilig Schlüsse daraus ziehen. Schade, dass wir aus dieser Führung nichts gemacht haben, aber that's racing und das wird immer wieder passieren. Kopf hoch, morgen ist es anders. You have the pole position. Must be a very exciting moment for you. Gestern ist gestern, heute ist heute. Also alles wieder neu. Ich komme hier auf das Rennen und ich gebe wieder mein Bestes. Ich genieße es. Thank you.
Was geht da in deinem Kopf vor? Unglaubliche Enttäuschung, Traurigkeit natürlich, weil das haben sich die drei nicht verdient. Ja, es ist Wahnsinn. Wie geht man mit den Fahrern in so einer Situation um? Es gibt hier einen Schuldigen, meiner Meinung nach. Derjenige weiß auch, was er gemacht hat. Es ist hart. Ich habe geglaubt, ich habe